Herzlich willkommen zu unserem 17. Berührungspunkt. Heute erzählt Silke Hansen eine Geschichte. An einem Abend im Sommer 1995 brachte ich meine Eltern zum Bahnhof. Sie waren auf dem Weg in den Urlaub, auf der Reise in die Zillertaler Alpen. Bis der Zug kam, blödelten wir noch auf dem Bahnsteig herum und verabschiedeten uns dann fröhlich winkend für die nächsten 4 Wochen. Am nächsten Morgen hatte die Fröhlichkeit ein abruptes Ende. Das Telefon schellte viel zu früh, um eine gute Ankunft meiner Eltern zu verkünden. Aber es war ein Anruf meiner Mutter aus Österreich. Mein Vater war im Zug, kurz vor der Ankunft, mit einem letzten Blick auf seine geliebten Berge zusammengebrochen. Nach einer Notoperation in Innsbruck begann die Zeit des Wartens, Hoffen und Bangens. Da im besten Fall ein langer Krankenhausaufenthalt bevorstand, wurde mein Vater wenige Tage nach der OP mit einem nächtlichen Krankentransport nach Duisburg verlegt. Leider wachte er nicht mehr aus dem künstlichen Koma auf und verstarb kurz darauf in unserem Beisein im Alter von nur 56 Jahren. Und was eigentlich ein Abschied für 4 Wochen werden sollte, wurde nun ein Abschied für immer. Mein geliebter Papi war nicht mehr da. Die folgenden Wochen waren von Trauer geprägt. Eigentlich wollte ich mich in Ruhe auf die Abschlussprüfung für meine berufliche Weiterbildung vorbereiten. Stattdessen spazierte ich täglich, stundenlang, mit meiner Mutter über den Waldfriedhof. Wir erzählten viel, schwiegen oft, aber waren irgendwie in unserer Trauer gefangen. In dieser Zeit bekam mein Glaube die erste richtige Bewährungsprobe. Ich hatte noch nie so große Zweifel wie in diesen Wochen und kämpfte nicht nur mit dem Verlust meines Vaters, sondern auch immer wieder mit meinem Glauben an Gott. Irgendwann, im Spätsommer, bin ich ausnahmsweise direkt nach der Arbeit ohne meine Mutter zum Friedhof gefahren. Ich weiß nicht einmal mehr, warum eigentlich. Vermutlich nur, um noch schnell die Blumen zu gießen. Oder weil ich wieder einmal unendliche Sehnsucht nach meinem Vater hatte. Und so stand ich allein am Grab, war furchtbar traurig und die Tränen kullerten unaufhörlich. Doch plötzlich wurde ich von einer kleinen Bewegung im Rhododendron abgelenkt. Zuerst konnte ich gar nicht ausmachen, was da im Busch war. Aber dann sah ich ihn. Einen winzigen Vogel, fast nur ein Federbällchen.
gut getarnt im grünen Laub, mit einem leuchtend gelben Federstreifen auf dem Kopf. Er hüpfte von Ast zu Ast und schaute mich mit seinen dunklen Kulleraugen an. Ich war von dem Anblick wie gefesselt. Und während ich den kleinen Vogel fasziniert beobachtete, wurde ich ruhig. Meine Zweifel verflüchtigten sich und meine Traurigkeit wurde erträglich. Es war, als wenn der liebe Gott mir in diesem Moment einen Gruß vom Himmel geschickt hätte. Dieser winzige Vogel gab mir Hoffnung und inneren Frieden. Er war für mich ein Segen und ein Versprechen. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Da spürte ich, dass Himmel und Erde sich wahrhaftig berührten. Zu Hause fand ich heraus, dass der kleine gefiederte Besuch am Grab meines Vaters ein Goldhähnchen war. Es ist der kleinste Singvogel, den es bei uns gibt. Danach habe ich nie wieder einen gesehen. Wenige Monate später bot die Volkshochschule einen Kurs für japanische Tuschmalerei an. Ich hatte Glück und bekam einen der wenigen Plätze. Nach den Technikübungen durften wir uns an ein eigenes Motiv wagen. Zuerst wusste ich gar nicht, was ich eigentlich so spontan malen sollte. Plötzlich hüpfte das kleine Goldhähnchen durch meine Gedanken. Meine Erinnerungen konnten nun in einem Bild Gestalt annehmen. Bis heute lebt der kleine Vogel in meiner Erinnerung und gibt mir immer wieder neuen Mut, Trost und Hoffnung. Segne uns mit der Weite des Himmels. Segne uns mit der Wärme der Sonne. Segne uns mit der Frische des Wassers. Himmlischer Vater, segne uns. Segne Vater tausend Sterne. Segne Vater unsere Erde. Segne Vater Herz und Hand. Amen.